Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 unserer Ausstrahlung von GdV Live zu den politischen Positionen der deutschen Versicherer im Bundestagswahljahr. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, die politischen Positionen der deutschen Versicherer vertritt bei mir wie jedes Mal im Studio Jörg Asmussen, der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft. Herzlich willkommen, Herr Asmussen. Danke. Und unseren Gast haben wir, Corona-bedingt immer noch, leider digital zugeschaltet. Und ich darf Ihnen vorstellen, mit wem wir heute ins Gespräch gehen. Er wollte eigentlich ursprünglich mal Pilot werden, hat aber dann während seines Jurastudiums seine erste IT-Firma gegründet und damit schon seinen Weg vorgezeichnet für das, was danach kam. Er wurde später Geschäftsführer und IT-Berater. Ist heute Bundestagsabgeordneter der FDP und Vorsitzender des Ausschusses Digitale Agenda des Deutschen Bundestags. Auf die Frage, was er von Versicherungen hält, sagt er, und ich darf ihn zitieren: Versicherungen sind wichtig, denn sie erfüllen im kleinen, privaten Bereich eine ähnliche Funktion, wie sie der Staat im Großen erfüllt. Die Absicherung der Menschen gegen Risiken, die für sie alleine im Falle des Eintritts nur schwer oder gar nicht zu bewältigen wären. Herzlich willkommen, Manuel Höferlin. Guten Tag. Toll, dass Sie da sind. Ja, meine Damen und Herren, diese Ausgabe ist ein Teil einer siebenteiligen Serie. Und wir sind heute, wie gesagt, in Teil 3 und es beschäftigen uns die sieben Themen der deutschen Versicherer. Welche das im Überblick sind, das zeigen wir Ihnen jetzt. Für sieben Themen bringen die deutschen Versicherer mit je sieben Thesen auf den Punkt, wohin es für die Zukunft Deutschlands gehen sollte. Sie debattieren im Wahljahr mit Politikern, Ökonomen und Experten über ihre Positionen. Nachhaltigkeit. Versicherer sind der ideale Partner für den Green Deal. Von der Politik fordern sie Leitplanken und ausreichend Angebote für nachhaltige Investments. Neue Risiken. Gemeinsam mit dem Staat ließen sich künftig auch Unternehmen gegen globale Pandemien absichern. Auf Basis einer öffentlich-privaten Partnerschaft. Digitalisierung. Daten sind Basis für die Versicherung von morgen. Alle könnten davon profitieren. Mit passenden Rechten und mit Vertrauen in die Chancen der digitalen Welt. Demografie. Wir müssen Altersvorsorge neu denken, um die Jungen nicht zu überlasten und Älteren einen lebenswerten Ruhestand zu ermöglichen. Regulierung. Aufsicht, Steuern, Regeln. Wettbewerbsfähigkeit braucht Spielregeln und Spielräume, damit Kosten und Nutzen austariert sind. Mobilität. Automatisiert, vernetzt, versichert. Wir brauchen Regeln für die Verkehrswende, damit mobile Menschen weiterhin gut abgesichert sind. Arbeitswelten. Versicherer und ihre Jobs wandeln sich schneller als je zuvor. Ihre Arbeitswelt wird jünger, moderner und diverser. Denn der Kampf um Talente tobt über alle Branchen hinweg. Ja, meine Damen und Herren, die sieben Thesen, sieben Themen finden Sie auch geschlossen auf unserer Website gdv.de. Und wir widmen uns, wie in jeder Folge, heute einem Thema im Schwerpunkt. Und ich darf Ihnen vorstellen, dass es heute um das Thema Cybersicherheit geht. Für Wirtschaft, Risiken verstehen, vermeiden, versichern ist unser Thema. Und wir haben Herrn Höferlin gebeten, uns die Positionen der deutschen Versicherer sich genauer anzuschauen und uns heute den Spiegel vorzuhalten, was er davon hält. Und wir sind gespannt auf seine Kritik. Feuerfrei, lieber Herr Höferlin. Ja, vielen Dank. Sie hatten mich gebeten, meine Einschätzung zu geben zu den sieben Thesen, die Sie mir zukommen haben lassen. Und ich gehe da einfach gerne mal durch die sieben Thesen durch und sage vielleicht zu jeder kurz was. These 1 habe ich gelesen, der Wirtschaftsstandort Europa braucht digitalen Freiraum. Da bin ich voll bei Ihnen. Wir haben oft eher das Problem, dass wir Dinge regulieren, bevor sie fliegen können. Das ist ja ein allgemeines Problem in Deutschland, aber auch in Europa. Das heißt, wir brauchen ein Level Playing Field, einheitliche Anwendung von Regeln, aber auch die Bereitschaft, Regulierung anzupassen, wenn es im Verlauf nötig ist. These 2 von Ihnen, bestehenden Rechtsrahmen auch in der digitalen Welt ausschöpfen. Auch da bin ich bei Ihnen. Es ist ein großer Irrtum zu glauben, man müsse die digitale Welt anders regulieren als analoge. Es gibt natürlich Unterschiede und da muss man dann vielleicht auch die alten Regeln anpassen oder auslegen. Aber im Prinzip ist das richtig.
speziell zur Algorithmenkontrolle, die bei Ihnen genannt ist. Da sind wir als Freie Demokraten auch besonders sensibel. Ich glaube, wir brauchen, müssen genau gucken, was sozusagen, welche Daten zum Beispiel bei Algorithmen eingezogen werden, wie die gewichtet werden. Aber es ist, glaube ich, völlig überzogen zu glauben, dass man Algorithmen, vor allen Dingen, wenn sie nachher im Bereich der KI sind, da lässt sich das gar nicht so gut machen, zu kontrollieren. These 3 von Ihnen, Cloud-Anbieter bedürfen der Regulierung. Das lässt jetzt ein bisschen viel Spielraum, wie man das interpretiert. Natürlich müssen auch Cloud-Anbieter sich an die Regeln halten und tun es auch soweit. Aber auch da muss man gucken, dass man die Chancen sozusagen sich genau anguckt und nicht reguliert, bevor man die Chance auch geben kann sozusagen. These 4, gleiche Regeln für gleiches Risiko. Ja, die Tatsache, dass alle Regeln für alle Teilnehmer gleich angewendet werden, sollte eigentlich eine selbstverständlich sein. Ich finde es immer wieder traurig, dass sowohl Sie das in Ihre Thesen reinschreiben müssen, als auch, dass es immer wieder in Wahlprogrammen steht. Es ist eigentlich ein Allgemeinplatz. Natürlich gilt eigentlich gleiche Regeln für gleiches Risiko. Ihre 5. These, Standards verbessern beim Datenzugang und bei den Datenkooperationen. Jetzt kommen wir schon zu. Jetzt ist Herr Höferlin für uns. In aktuellen Themen, wenn man die sogenannte Datenstrategie der Bundesregierung auch mal mit reinnimmt, ja, es ist unablässig. Ich bin da, bin da voll bei Ihnen. Standardisierte Formate und Schnittstellen sind sozusagen die Grundvoraussetzung, dass Daten fließen können. Und es wird leider oftmals in der Vorplanung gar nicht angeguckt. Natürlich muss das sein. Wir haben leider ja gerade das Problem, dass oft Dinge entwickelt werden, die nachher nicht miteinander reden können. Und wenn wir wirklich Daten nutzen wollen und den Nutzen aus Daten haben wollen, dann muss es natürlich auch Schnittstellen und Formate geben. Ihre 6. These, Datenschatz der öffentlichen Hand heben. Bei mir persönlich rennen Sie da ganz offene Türen ein. Wir haben sehr, sehr viele Daten in der öffentlichen Hand, die frei zugänglich sein sollten. Man muss da wirklich mal schauen, wie man die Informationsfreiheit noch stärker ausbreiten muss. Es geht nicht um geschützte Daten, aber es gibt auch ganz viele nicht personenbezogene Daten, die der öffentlichen Hand liegen, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen erzeugen. Und die 7. Ihre letzte These, Datenschutz beim Trainingsdaten lockern. Da muss man schauen. Auch da gibt es natürlich Personenbezüge. Ich bin da durchaus auch für ein anderes Vorgehen. Bei Trainingsdaten sollte man vielleicht auch stärker mit synthetischen Datensätzen arbeiten, um dort zu trainieren. Ob man jetzt wirklich Echtdaten zum Trainieren für KIs oder für bestimmte Algorithmen braucht, da bin ich nicht so ganz bei Ihnen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also da würde ich jetzt sagen, muss man nicht den Datenschutz lockern, sondern praktikable Wege finden, wie man gute Daten zum Trainieren von Algorithmen und KI finden muss. So, das war so der erste Einstieg, der Schwung durch die 7 Thesen. Ich hoffe, dass ich da mal schon ein bisschen Start geben konnte in der Runde. Ja, vielen Dank, Herr Höferlin, für diesen schnellen Ritt durch die Themen. Vielleicht ein Block, der uns auch nochmal besonders am Herzen liegt, ich weiß nicht, ob Sie da Zeit hatten, auch nochmal hinzuschauen, ist das große Thema der Cyberkriminalität. Also das wachsende Digitalisierungsthema, die Wirtschaft, die sich der Cyberkriminalität gegenüber sieht und die Verwundbarkeit der Wirtschaft. Ist das auch ein Block, den Sie sich näher anschauen konnten? Jetzt. Klar. Wir haben ja auf der politischen Ebene derzeit die Debatten über das IT-Sicherheitsgesetz. Es geht oft an vielen Stellen darum, wie können wir Cybersicherheit, ich spreche gerne von Cybersicherheit, weil das ist nicht nur eine technische Frage, sondern es ist vor allen Dingen auch inzwischen eine organisatorische Frage, wie wir da vorangehen. Und da gibt es, glaube ich, einige Dinge, die man stärker in den Fokus nehmen muss. Also zum Beispiel Schwachstellenmanagement, Schwachstellen zu schließen, ist ein sehr wichtiger Punkt, der, glaube ich, in Deutschland insgesamt noch viel zu nicht ambitioniert genug vorangetrieben wird. Ja, ich habe mir mal angeschaut im Vorfeld dieser Veranstaltung heute die Zahlen der Bitkom. Da geht es darum, dass die Internetkriminalität in Deutschland einen jährlichen Schaden, ich finde, das ist eine unglaubliche Zahl, von über 100 Milliarden Euro erzeugt. Und die ist jetzt auch sogar schon ein paar Tage alt. Also es ist zu vermuten, dass das inzwischen weiter gestiegen sein dürfte. Und ich glaube, ein ganz großes Thema ist, dass vor allem die großen Firmen sich ja stark rüsten gegen das Thema Cyberkriminalität. Aber vor allen Dingen die kleineren Firmen da eine große offene Flanke zeigen und verwundbar sind.
Das Thema, Stichwort Mittelstand. 99% aller Unternehmen, viele wissen das gar nicht, gehören dieser Gruppe an. Sind fast alle Unternehmen Deutschlands, sind die tragende Säule der deutschen Wirtschaft. Und ich würde gerne mal zum Einstieg in das Gespräch einen kurzen Film zeigen, um zu zeigen, warum das eigentlich für Hacker, für Kriminalisten im Cyberbereich eine lohnende Beute ist. Einfallstore, wohin man schaut. Besonders kleine und mittlere Unternehmen sind von Cyberkriminellen bedroht. Die Gründe? Vogelstrauß-Politik. 7 von 10 Mittelständlern sehen Cyberangriffe als große Gefahr. Aber für andere. Dass ihr eigenes Unternehmen angegriffen wird, fürchten nicht einmal 3 von 10. Augen zu und durch. Zu klein, nicht interessant genug. Noch nie etwas passiert. Hartnäckig hält sich der Irrglaube, für Angreifer unattraktiv zu sein. Dabei schlagen Cyberkriminelle auch bei Kleinstbetrieben zu. Offene Flanke, E-Mail. Angreifer gelangen überwiegend per Mail ins Unternehmensnetz. Bei den meisten Mittelständlern haben sie leichtes Spiel. Wann ziehen die Unternehmen den Kopf aus dem Sand? Herr Asmussen, Verwundbarkeit des Mittelstands. Woran liegt das eigentlich, dass die Mittelständler da so angreifbar sind? Also ich glaube, es liegt zum Teil daran, dass die Sensibilität für das Thema IT-Sicherheit fehlt. Ja, Sie haben ja gerade richtig gesagt, was die Schäden in der ganzen Breite von Internetkriminalität, da ist natürlich vieles darunter. Aber wir haben eine Initiative Cybersicherheit beim GdV seit 2018 und haben einen Fokus auf kleinere und mittlere Unternehmen, KMUs. Und das ist in der Tat so, wenn man die Geschäftsführung befragt, sagen ja 70%, ja, Cyberkriminalität ist ein Thema für uns. Und wenn du sie dann fragst, ist es auch ein Thema für dich, sind wir nur bei 28%. Also es klafft auseinander die Wahrnehmung einer allgemeinen Bedrohung und der individuellen Bedrohung. Mhm. Das setzt sich auch fort, wenn man sich anguckt in den Studien, die wir gemacht haben, und den Befragungen, 81% der Geschäftsführung von KMUs halten ihr Unternehmen für ausreichend geschützt. Wenn man das überprüft, haben 5 von 6 Unternehmen Lücken. So, also es fällt in der Tat wie bei vielen Themen auseinander, die allgemeine Wahrnehmung eines Risikos und die individuelle Betroffenheit. Und das bricht sich dann auch runter, wenn man sich Einzelfälle einfach weiter anguckt. In unserer Wahrnehmung, in unserer Untersuchung ist eigentlich jedes zweite kleinere und mittlere Unternehmen überhaupt nicht auf Cyberattacken vorbereitet, weil man es nicht auf dem Schirm hat. Man sagt, ich bin zu klein, ich bin zu uninteressant, ich bin bisher nie angegriffen worden und Ähnliches sozusagen. Und das kann man auch ganz simpel festmachen, auch in jedem zweiten kleineren und mittleren Unternehmen ist überhaupt niemand explizit für das Thema IT-Sicherheit verantwortlich. Mhm. Ja, so. Also deswegen versuchen wir zu sensibilisieren, eben seit 2016, verschärft seit 2018, auf das Thema IT-Sicherheit, insbesondere im Mittelstand. Herr Höferlin, als IT-Berater, wie kann man denn da Risikokommunikation so betreiben, dass es wirklich ankommt, dass es wahrgenommen wird? Also ehrlich gesagt zweifle ich die Zahl an, dass 5 von 6 Unternehmen nicht geschützt sind. Ich glaube, es sind 6 von 6 Unternehmen, bei denen man reinkommt, wenn man es testen würde. Meine Erfahrung ist tatsächlich die, dass nahezu jedes Unternehmen unsichere Stellen hat. Selbst wenn die Technik sicher ist, was sie meistens nicht zu 100% ist, kommt man für den weichen Faktor Mensch rein. Es gibt wirklich sehr wenige Unternehmen im Mittelstand, die Sicherheitsstrategien, Cybersicherheitsstrategien haben, die wirklich vollumfassend die technische IT, den Gebäudeschutz und die weichen Faktor Mensch abdecken. Und wenn man mit Hackern oder Penetrationstestern spricht, dann sagen die eigentlich immer, also spätestens, wenn wir anfangen, USB-Sticks auf den Parkplatz zu werfen oder irgendwelche E-Mails mit lohnenden Versprechungen in Unternehmen reinzuschicken, spätestens dann ein Unternehmen, gibt es einen Plan, was passiert, wenn eingebrochen wurde, wenn es einen Cybersicherheitsvorfall gibt. Dieser Plan ist mindestens genauso wichtig, also die Frage nach Resilienz, wenn dann was passiert.
weil es wird eigentlich immer irgendwann etwas passieren und die meisten Unternehmen sind dann völlig unvorbereitet und ziemlich planlos. Brauchen wir erst den Schmerz zu sagen? Ja? Muss es erst so weit kommen, dass wir das am eigenen Leibe erleben, bevor wir Menschen tief werden? Ja, das wissen wir IT-Berater, seitdem es Backups gibt oder auch nicht. Und die Erfahrung ist, der Schmerz dann am Ende eher der einzige Auslöser, der wirklich was ändert. Natürlich versuchen wir, wie Sie, wie viele andere, eine Aufmerksamkeit für IT-Sicherheit zu schaffen. Aber auch, dass schon in den rudimentären Fragen, dass dann doch leider erst was passiert, wenn zumindest in der Nähe der Einschlag in Frage in Sachen Cybersicherheit stattgefunden hat oder bei einem selbst. Es klingt ein bisschen fatalistisch, aber es ist leider meine persönliche Erfahrung aus 20 Jahren IT. Ich habe einen leichten Satz zwischen dem Ton, den Herr Höfelin sagt und den ich höre. Ich hoffe, dass das jetzt für die Zuschauer draußen nicht spürbar ist und mit Lücken verbunden ist. Herr Asmussen, was tun denn Versicherer, um dem Mittelstand Unterstützung zu geben und den Unternehmer was an die Hand zu geben, sicherer zu werden und sich zu rüsten? Ich will das gleich gerne beantworten, will auf das eingehen, was Herr Höfer gesagt hat. Das ist der weiche Faktor Mensch. Wir haben das auch mal getestet im Auftrag von Unternehmen, auch mit Wissen der Unternehmensführung, damit das kein falscher Eindruck entsteht. Es ist angesprochen worden von Höferlin, dass sehr oft das Einfallstor sind einfach die E-Mails. Mhm. Ja, 60% aller erfolgreichen Attacken starten mit einer E-Mail. Und wir haben das, wie gesagt, mal bei 36 Unternehmen getestet. Wie gesagt, die wussten davon. Das war mit den Geschäftsführern besprochen. Das war ein Test, ob die Mitarbeiter die Awareness haben. Und wir haben denen eine Phishing-Mail geschickt, wo man sagte, ihr müsst jetzt mal alle eure Windows-Zugänge und Adressdaten offenlegen. Wir machen hier Service. Das Übliche sozusagen. Ja, also der IT-Experte wie Höferlin nickt, weil das kennt er. Das ist der klassische Start sozusagen. Und das hatte in mehr als der Hälfte der Fälle hatte das Erfolg. Knapp mehr als die Hälfte. Ja? Und die vermeintlichen Hacker, die eben von uns beauftragt waren, haben mit einer einzigen Phishing-Mail über Daten von über 200 Mitarbeiterinnen bekommen. So, ja, da ist der Soft-Faktor einfach Mensch. Wie oft haben wir alle rumgeschickt an Mitarbeiter, unbekannte Absender von E-Mails, öffne sie nicht, klickt die Anlage nicht an. Ja, wo man sagt, ich habe das jetzt schon so oft gehört, ich weck diese Warnung, die intern bekommt. Aber das ist der Soft-Faktor, der eine Rolle spielt. Was wir als Versicherer machen, zwei Dinge, wenn wir Cyberversicherung anbieten. Und das ist immer noch ein kleines Feld, aber es ist ein stark wachsendes Feld, so seit einigen Jahren. Was wir zum einen machen, wenn wir ein Unternehmen versichern, es gibt unverbindliche Musterbedingungen und da gibt es auch einen Risikobogen. Da kann das Unternehmen, vor allen Dingen KMU, durch seine IT-Infrastruktur gehen, Hardware, Software, Faktor Mensch, und zu sagen, wie ist die Betrachtung? Weil hier gilt, wie bei jedem anderen Bereich auch, dass Prävention einfach key ist. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man anfängt, sowas zu versichern. Der zweite Punkt, was wir anbieten, das ist das, was Herr Höferlin richtigerweise ansprach. Wenn ein Angriff erfolgt ist, dann bieten wir Service an versicherten Unternehmen. Also man kann sehr, sehr schnell ein Team kriegen, das unmittelbar hilft. Die Frage, kann ich Daten wiederherstellen? Kann ich Backups machen? Kann ich den Schaden begrenzen? Kann ich ihn eingrenzen? Und dann auch, wie wehre ich mich rechtlich dagegen? Wie gehe ich dagegen vor? Also das ist der andere Teil, glaube ich, genauso wichtig ist, wenn eine Attacke da ist, wie gehe ich denn damit um? Ja, ich kann mich dann, wenn ich eine Cyberversicherung habe, an die Versicherung melden und die sendet sehr, sehr rasch ein System, um, wie gesagt, Schaden zu begrenzen, vor allem Daten wiederherzustellen, weil gerade für Mittelständler, wenn ich nicht erreichbar bin oder Daten weg sind, bin ich ziemlich aufgeschmissen. So, ja, und dann bis zu der Stufe hin, wie kooperiere ich mit der Polizei, mit der Staatsanwaltschaft, um sowas auch anzuzeigen? Vielleicht können wir uns an der Stelle auch noch mal ganz kurz im Überblick angucken, was eine Cyberversicherung eigentlich bietet. Wir haben einen kurzen Film vorbereitet.
Cyberversicherungen schützen gleich mehrfach. Ein Virus kann schnell den Betrieb für mehrere Tage lahmlegen. Nichts geht mehr. Betrieb oder Produktion fallen aus. Dafür zahlt die Versicherung. Unternehmen können auch unwissentlich Viren weiterverbreiten. Auch diese Schäden übernimmt oft braucht es bei Cyberattacken Spezialisten. Daten müssen wiederhergestellt, Systeme gesäubert und Kunden benachrichtigt. Auch das kostet und ist von einer Cyberversicherung gedeckt. Nach einem Angriff muss es schnell gehen. Mit schnellen Eingreifdrucken hilft der Versicherer seinen Kunden, den Schaden zu begrenzen. Die Cyberversicherung. Ein ganzes Kit gegen Hacker. Ja, Herr Asmussen hat es gesagt, die Cyberversicherer fordern in gewissermaßen auch an, von den Unternehmen ihre Prävention zu verstärken, bevor sie sie versichern. Würden Sie der Einschätzung folgen, dass die Versicherer die Cyberwelt, die IT-Welt ein bisschen sicherer machen in Deutschland, dazu beitragen? Das werden wir dann sehen. Die Absicht ist richtig. Ja, das finde ich absolut richtig. Es ist aber ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren, die am Ende Cybersicherheit produziert. Also die Unternehmen müssen natürlich, also eigentlich sollten die Unternehmen ein Eigeninteresse haben, das zu machen. Und Herr Asmussen sagt natürlich völlig zu Recht, das ist eben nicht so. Und wir wissen, wenn ich eine Versicherung habe, die nur dann leistet, wenn ich bestimmte Dinge getan habe, ist das natürlich ein zusätzlicher Anreiz, die Maßnahmen dann endlich auch auf den Weg zu bringen. Ich sage mal in Klammern, jeder Unternehmer müsste das eigentlich selbst tun, aber spätestens dann. Es gibt aber natürlich auch andere Faktoren und da können weder Sie als Versicherer noch der Unternehmer was machen, und zwar ist es die allgemeine Cybersicherheitslage, und da bin ich jetzt mal als Politiker sozusagen im Wort. Wir müssen dort in der Gesamtlage auch besser die Cybersicherheitslage der Cybersicherheitslage gegenstehen. Es gibt viele Sicherheitslücken, die werden nicht schnell genug geschlossen. Deswegen fordern wir zum Beispiel schon lange, dass es ein echtes Schwachstellenmanagement gibt. Das heißt, Schwachstellen, die irgendwo entdeckt werden, zum Beispiel beim BSI dann gemeldet werden und dann auch geschlossen werden. Wenn sie nicht geschlossen werden von den Herstellern, dann eben auch in Zukunft veröffentlicht werden können nach einer gewissen Zeit. Ein weiteres, was dann auch die Versicherer haben werden, ist natürlich die Frage, wenn wir in Zukunft Geräte haben, in denen es gar keine Tastatur und Bildschirme mehr gibt, keine Ein- und Ausgabegeräte mehr, wie vertrauen wir denn, dass es dafür Updates gibt und die auch aufgespielt werden? Da ist die Antwort der Bundesregierung derzeit nach dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Naja, es gibt dann so ein Siegel, wo der Kunde das Unternehmen sehen kann. Dafür gibt es Patches. Ich plädiere für noch viel härteres Schwert. Ich würde sagen, Unternehmen, die es unterlassen, auch grob fahrlässig unterlassen, Sicherheitsupdates einzuspielen, ihre Produkte über die Zeit halten müssen, haften selbst dafür, dass sie es unterlassen haben, Cybersicherheit herzustellen, weil weder der Kunde, das ist in dem Fall ihr Versicherter, oder die Versicherungsunternehmen haben darauf. Und dieses Zusammenspiel muss gelingen, also mehr Awareness, mehr Aufmerksamkeit im Thema Cybersicherheit, natürlich auch eine Rückversicherung, das ist hilfreich, auch die zur Verfügung stellen von Know-how, und die Schnelligkeit ist ein ganz wichtiger Punkt, der von Ihnen gerade angesprochen wurde. Aber eben auch das Umfeld, und das Umfeld kann am Ende vor allen Dingen nur politisch gestaltet werden, und da gibt es meines Erachtens noch einiges zu tun, und die neuen Regelungen des IT-Sicherheitsgesetzes werden dem meines Erachtens auch nicht gerecht. Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Herr Höferlin, vielen Dank dafür, das ist das Thema Sicherheit von Geräten. Also wenn man schaut, was früher sozusagen das Zahnrad oder die Schraube war, das ist heute das Update eines technischen Geräts. Und auch dafür haben wir einen kleinen Einspieler über die Ersatzteile der heutigen Zeit. Maschinen und technische Anlagen müssen immer wieder gewartet werden. Wartungsverträge sind hier gang und gäbe. Zum Beispiel bei einer Heizungsanlage. IT-Geräte müssen gewartet werden. Sogar viel häufiger. In großen Betrieben sind Sicherheitsupdates und Support meist klar geregelt. Doch im Mittelstand und in Privathaushalten? WLAN-Router, internetfähige Kameras, Rechner, sprachgesteuerte Assistenten, andere vernetzte Geräte sind hier häufig noch lange nach den letzten Updates im Einsatz. Eine schlummernde Gefahr. Herr Asmussen, braucht denn das Produktsicherheitsrecht ein Update? Also ich glaube, er hat einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das ist die Frage in der Tat mit den Updates.
ja, wann weiß ich als Nutzer von Geräten, ob das nun eine moderne Motorsäge ist, wo heute ein Chip drin ist, ob das der vernetzte Rauchmelder ist, den ich bei Smart Home habe. Wann weiß ich, ob ein Update aufgespielt wird? Muss ich aktiv was tun? Geht das automatisch? Also dass wir durchaus Defizit haben bei der Information und Verpflichtung der Hersteller, was diese Updates angeht. Ja, und das kann man eben selber nicht mehr machen, zurückzugehen, wenn Sie eine alte Motorsäge haben, da mussten Sie mal eine neue Kette einziehen und ein bisschen ölen. Das funktioniert heute so nicht mehr. Ja, von seinem Auto weiß das auch jeder. Früher konnte man alles reparieren. Heute, wenn man in die Werkstatt fährt, wird als erstes der Chip ausgelesen. Das ist ja auch richtig, auch technischer Fortschritt. Mhm. Die Frage ist aber, wie kriegen wir diese sicher immer wieder in die zunehmenden Bereiche? Wie gesagt, Smart Home ist ein ganz offensichtliches Zukunftsfeld. Wo kriegen wir diese ständigen Updates, die eben zu IT-Sicherheit führen? Wo kriegen wir die rein? Also wir haben nochmal eine Studie gemacht bei Arztpraxen, weil gerade im Gesundheitswesen, das ist jetzt ein aktuelles Thema in der Pandemie, natürlich die Datensicherheit das oberste Gut ist, weil auch in Arztpraxen eben auch personenbezogene Daten logischerweise verarbeitet werden. Und wir haben festgestellt, es war ein kleines Sample, 25 Arztpraxen und Apotheker, dass zum Teil die Verschlüsselung von E-Mails überhaupt nicht mehr state of the art ist. Dass man ziemlich lange keine Updates aufgespielt hatte und insofern Hacker von außen ein sehr leichtes Spiel haben, wenn sie da reingehen sozusagen. Das setzt sich dann fort. Wir haben das Problem, wir haben speziell bei Ärzten und Apothekern nochmal untersucht, was wir bei KMU grundsätzlich hatten, die Sorge vor allgemeinen Attacken, aber dann die Nachlässigkeit oder die Nichtsorge bei der eigenen Betroffenheit. Das geht auch wieder hin, das ständige Thema Passwörter. Jetzt auch mal durch einen Versuch gemacht, besonders bei Arztpraxen und Apothekern. Und das Ding ist fast ein bisschen lustig, aber der Mehrheit der Arztpraxen ist das Passwort Praxis. So. Und nicht nur für den einfachen Mailverkehr, Sie sind auch gleich der Administrator, dann können Sie alles machen. So, das zweithäufigste Passwort lohnt. So, ja. Es ist wieder banal wie mit den Phishing-Mails, so, dass man immer versuchen muss, wir kamen darüber, wie ist man immer state of the art, und da ist das ständige Aufspielen von Updates, die ja in der Regel auftretende oder identifizierte Sicherheitslücken schließen, ein ganz zentrales Instrument. Das heißt, würden Sie auch sich hierfür aussprechen, diese Updates automatisch aufgespielt werden und dass sich weniger der Nutzer darum kümmern muss, sondern mehr der Produzent, oder was ist die Position der Versicherer an dieser Stelle? Ich glaube in der Tat, ein Automatismus, gerade wenn es um Endkunden geht, ist natürlich hilfreich und vereinfachend. Wenn man will, um eine Autonomie zu haben, die sicher manche Endkonsumenten, Konsumentinnen haben wollen, dann muss es eine Opt-out-Regel geben. Ich will jetzt explizit dieses Update nicht. Dann ist die Frage, welche Folgen hat das für dich? Wenn du jahrelang nichts updatest, verlierst du irgendwann den Versicherungsschutz. Das ist eine Frage, die man stellen muss. Ich glaube, Automatismus in Updates, vor allen Dingen, wenn wir im Retail-Geschäft sind, wäre hilfreich. Herr Höferlin, ich glaube, das Thema Verschlüsselung von Mails, das hat Herr Asmussen gerade angerissen, ist, glaube ich, auch ein Thema, was Ihnen ein wichtiges ist. Habe ich das richtig wahrgenommen in der Vorbereitung auf heute? Das haben Sie genau richtig wahrgenommen. Ich habe schon lange die Haltung, und wir haben das auch formuliert über einen Antrag im Bundestag, Verschlüsselung für jeden, ein Kryptorecht sozusagen. Das Problem ist ja nicht, dass es die Technologie nicht gibt. Wir können seit ganz, ganz langer Zeit schon E-Mails verschlüsseln, auch sicher verschlüsseln. Die Frage ist es erstens einfach zu bedienen? Und das Zweite ist es im Angebot der Anbieter, die zum Beispiel E-Mail-Zugänge anbieten. Und das muss stärker vorangetrieben werden. Ich glaube, es ist ein Recht für jeden, auch sicher kommunizieren zu können, auch per E-Mail. Und deswegen sollten wir die Chance nutzen, dass wir als Deutschland, als Europa Kryptografie-Standort werden. Und zwar von sicherer Kryptografie. Das heißt von Kryptografie, die auch wirklich Ende zu Ende ist. Mitte irgendwo umgeschlüsselt wird. Und ja, das steht im Widerspruch.
Widerspruch des Interesses des Staates, manchmal Kommunikation mitlesen zu wollen. Und da bin ich auf der sicheren Kryptographie. Es gibt keine unsichere Kryptographie. Der Innenminister sagt oft gerne, naja, aber wir müssen ja dann in Einzelfällen gerne mal auch reingucken können in sichere Kommunikation bei den bösen Buben und Mädchen. Das kann man zwar so sehen. Das Problem ist, sobald ich Kryptographie an einer Stelle weich mache, ist sie für alle weich. Der Angriffspunkt ist dann auch für die Straftäter, für die Kriminellen da. Und deswegen muss man sich entscheiden, will man sichere Kommunikation, will man sichere Kommunikation muss man zu Ende denken, muss sie Ende zu Ende anbieten und muss auch den Menschen, den Unternehmen eine Möglichkeit geben, das zu gestalten. Meine Erfahrung ist, dass die allermeisten Menschen überhaupt nicht verschlüsselt kommunizieren per E-Mail, nicht mal mit Ärzten oder Steuerberatern. Übrigens in Steuerberaterkanzleien, das ist ein oft benutztes Passwort Kanzlei, also ist ähnlich wie bei der Praxis. Das ist auch auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite wirklich traurig. Die Verschlüsselung findet aber übrigens auch dort nicht statt, wo es ganz offensichtlich sein müsste, nämlich wo eigentlich Unternehmen kommunizieren. Ja, wenn Unternehmen ihren Kunden noch nicht mal anbieten, verschlüsselt zu kommunizieren mit ihnen und dann sich freizeichnen lassen, oft von Kunden, naja, ich bin damit einverstanden, auch über E-Mail zu kommunizieren, wissentlich eigentlich hinnehmen, dass dann auch Daten offen lesbar sind, unverschlüsselte E-Mail-Karte im Netz. Das ist dramatisch und ich plädiere dafür, dass wir viel stärker Kryptographie verwenden in der Kommunikation auf allen Ebenen. Und zwar echte, richtige, sichere. Ich würde gerne wir sind schon fast am Ende unserer Dreiviertelstunde, würde gerne noch das Thema Homeoffice anreißen. Wir haben ja jetzt die Situation aufgrund von Corona, dass wir nun ganz stark ja im Homeoffice auch tätig sind und es ist zu vermuten, dass selbst wenn Corona vorbei ist, ein Teil davon erhalten bleiben wird. Also es findet viel in dem privaten Raum, über den privaten Raum, über eigene Laptops, über eigene WLAN-Router statt. Da ist also eine Art Vermischung zwischen privaten und betrieblichen. Frage an Sie beide, ist das eine größere Angriffsfläche? Verschärft sich hier das Problem? Absolut ja. Absolut ja. Also natürlich als IT-Administrator ist das immer negativ, wenn man nicht mehr homogene Netze hat, die man kontrollieren kann. Und sobald ein privates Endgerät, das nicht unter der Administrationskontrolle ist, in Netze drin ist, bietet das neue Angriffsflächen. Das fängt ja schon am Gerät selbst. Das war vielleicht hoffentlich über eine verschlüsselte Verbindung im Unternehmen, also über ein VPN, virtuelles privates Netzwerk, kommuniziert, aber vielleicht eben auch manchmal nicht. Und dann lässt sich in der Zeit was aufspielen. Es fängt an bei den Übertragungswegen. Die meisten benutzen WLAN im Homeoffice. Mhm. Viele WLANs sind angreifbar, die Router sind angreifbar und der Weg über das Internet, wenn da nicht ordentliche Kommunikation mit Verschlüssel ist, angreifbar. Also man hat viele Angriffspunkte, die man sonst nicht hat, wenn man intern kommuniziert. Aber die gute Nachricht ist, es gibt auch viele Möglichkeiten, das abzusichern. Und da muss man sich eben ein Konzept zurechtlegen, mit dem man dann möglichst die Sicherheitslatte nach oben schraubt, wissend, dass wir 100% Sicherheit in der IT immer schwer erreichen können. Aber die Aufgabe ist eben, möglichst schwer den Kriminellen, den Angreifern zu machen und nicht schon die einfachen Fehler nachher zu machen, um den Zugang zu ermöglichen. Ja, und wenn der Fall dann eintritt, das haben wir ja gehört, dann sind auch Versicherer durchaus an der Seite und helfen, dass der Schaden möglichst gering bleibt und der Betroffene schnell ans Netz kommt. Könnten Sie sich vorstellen, Herr Höferlin, im Krisenfall, wenn er denn dann eintritt, dass das Zusammenarbeiten zwischen Behörden, vielleicht auch Versicherern und auch der Wirtschaft idealerweise enger werden könnte in Zukunft und sollte? Ich halte es für unabdingbar. Allerdings ist die gesetzliche Regelung, die jetzt gerade im Entstehen ist, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, ich habe davon schon gesprochen, leider immer noch eine Einbahnstraße. Es gibt Meldepflichten von Unternehmen an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, das BSI. Mhm. Es gibt aber keinerlei Verpflichtungen, in die andere Richtung zu kommunizieren. Das liegt natürlich auch an der Komplexität und es ist auch kein privates
Da gibt es auch private Dienstleister, die das machen könnten. Aber wir müssen das besser organisieren. Wir brauchen allgemein eine bessere Cybersicherheitskultur. Wir brauchen transparente Kommunikation nachher auch über Sicherheitslücken. Nach einer gewissen Zeit, wenn die nicht geschlossen sind, müssen die auch veröffentlicht sein, weil sie werden früher oder später ausgenutzt. Und wir brauchen auch eine andere, wie soll ich das nennen, Cybersicherheits- und Fehlerkultur. Mhm. Es ist keine Schande, wenn man über einen Penetrationstest, den man beauftragt, feststellt, dass sein eigenes Netz Sicherheitslücken hat, sondern es ist eine Chance, diese zu schließen. Und ich habe es lieber, ich werde gehackt von einem Hacker, den ich beauftragt habe, als von irgendeinem Straftäter, Kriminellen oder einer fremden Macht. Und diese Denke muss ich im Cybersicherheitsbereich ändern. Und ich glaube, da können Versicherer auch eine Rolle drin spielen, weil wenn ich als Voraussetzung für Cyberversicherungen bestimmte Dinge definiere, Grundlagen, die in Unternehmen stattfinden müssen, dann kann man da sich auf den Weg begeben und am Ende profitiert die allgemeine Cybersicherheit für alle. Und das ist ja das, was wir haben wollen. Ja, die Denke ändern, sensibilisieren. Ich glaube, da sind die Versicherer ja schon ganz gut auf dem Weg. Aber wir nehmen jetzt nochmal mit, nicht nachzulassen und vielleicht noch weiter zu intensivieren. Das tun wir gerne. Ja, vielleicht. Ich möchte zu 100% unterstreichen, was Höferlin am Ende gesagt hat. Ja, wenn man denn gehackt wird, das ist dann immer so ein bisschen schambehaftet. Ja. Ja, darüber spricht man nicht. Das ist wie gewisse ansteckende Krankheiten oder Ähnliches sozusagen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir darüber hinwegkommen müssen. Er hat es ja richtig beschrieben. Das am besten ist, man beauftragt mal jemanden. Wie gesagt, wir haben das ja auch wiederholt gemacht in Untersuchungen. Und test mal diese Schutzwand. Und wenn man dann feststellt, ja, die war nicht so gut, wie man dachte, muss man sich nicht schämen, sondern ist die Frage, was mache ich denn besser damit? So. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass gerade im Mittelstand natürlich Chefs, das sind meistens Männer, da ein bisschen schamhaft mit umgehen sozusagen. Das, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man da Awareness schafft, dass das Thema IT-Sicherheit auch Chefsache ist und dass man, wie gesagt, selber sich mal prüfen lässt, wo stehe ich eigentlich da, sozusagen. Und das ist natürlich ein besonderes Thema, wie auch gerade diskutiert, jetzt beim mobilen Arbeiten. Natürlich schafft das mehr Angriffsflächen, sozusagen. Gerade am Anfang, das ist fast schon ein Jahr her, wenn man sich zurückerinnert, ins Homeoffice ging, benutze das WLAN, um mal schnell auf dem privaten Drucker was auszudrucken, schon habe ich eine neue Offenheit, die ich, wenn ich in meinem eigenen Bürogebäude war, natürlich nicht hatte. So, das ist natürlich nochmal anders, wenn dann Unternehmen auch ihren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eigene Drucker zur Verfügung stellen. VPN ist das anders. Also am Anfang gab es da Improvisation in einigen Bereichen. Aber natürlich schafft es mehr Angriffsflächen, wenn ich mobil arbeite. Und das wird ja nicht zurückkehren zu dem Status quo ante, den wir hatten sozusagen. Und dann ist nochmal wichtig, Herr Höferlin hat es ja auch gesagt, wir haben schon 2019 als GdV zusammen mit dem Land Baden-Württemberg einen Ratgeber aufgelegt, was sind denn Sofortmaßnahmen bei Cyberangriffen? Dass ich eben auch vorbereitet bin, wenn es eben doch passiert. Und wie gesagt, hundertprozentige Sicherheit kann es ja nicht geben. Was mache ich, wenn es passiert? Ja, was tue ich in den ersten 2-3 Stunden einfach, um noch die Daten sicherzustellen? Wie kann ich sie wieder hochladen? Ja. So, ich glaube, das war ein Modellprojekt mit dem Land Baden-Württemberg, wo man sagt, was machst du denn, wenn du attackiert worden bist und das jemand erfolgreich geschafft hat? Ja, dann ist wirklich Time Money sozusagen. Also da ist ein Feld, es ist relativ wenig diskutiert. Wie gesagt, es gibt eine neue Studie, jetzt einige Tage alt, von der Münchner Rück, die eine globale Befragung durchgemacht hat mit der Erkenntnis, ja, es gibt so ein allgemeines Unwohlsein. Über 80% der Führungspersonen, jetzt ist eine globale Umfrage, sich Deutschland sagen, wir sind eigentlich nicht genügend geschützt. Auf der gleichen Seite sind Cyberversicherungen in der ganzen Bandbreite von Prävention bis hin zu hinten Service, was mache ich, wenn ich angegriffen werde, als Produkt relativ unbekannt. So, ich glaube, daran muss man arbeiten und darum diskutieren wir auch gerade darüber. Und deswegen denke ich auch, ist es auch ein politisches Thema und ist auch Teil von uns in unseren politischen Positionen für dieses Superwahljahr mit dem Abschluss des Bundestagswahlkampfes. Dass man das Thema Digitalisierung, das ja in der ganzen Breite als Schlagwort immer da ist, auch mal runterbricht und sagt, was heißt denn das jetzt
ja, wir haben heute nicht gesprochen, kann man ein andermal machen, über KI-Regulierung. Sie haben am Anfang über Anwendungen, die eingesetzt werden, gesprochen. Das tun wir Versicherer natürlich zunehmend. Ja, heute haben wir mal gesprochen über den Aspekt Cybersicherheit, IT-Sicherheit. Das ist manchmal ein bisschen trocken und das wirkt manchmal ein bisschen banal. Haben über Passwörter gesprochen und Ähnliches. Aber in der Breite hat sie das noch nicht so vertieft, wie es eigentlich für vernünftige Cybersicherheit dem technischen Stand nach möglich wäre. Weil der Soft-Faktor Mensch oft noch nicht richtig mitkommt. Und das eben in KMUs ist das Risiko noch größer als ein Großunternehmen. Das Thema runterbrechen ist gut. Ich habe von Ihnen gelesen, Herr Höferlin, irgendwie ein Beispiel von einem Geigenbauer, der auch nicht geglaubt hat, dass er interessant genug sein könnte, dass man ihn hackt, bis er festgestellt hat, dass exakt seine Geige in China nachgebaut wurde und schockiert war. Ich hoffe, ich habe das Beispiel richtig wiedergegeben. Absolut korrekt, und betrifft das, was Sie am Anfang gesagt haben, wo viele Unternehmen sagen, ich bin nicht interessant genug. Genau. Das hat er auch gedacht. Der dachte, naja, er baut ja Geigen. Genau. Da gäbe es niemanden, der Interesse hätte. Wer soll sich dafür interessieren? Cyber aufklauen. Genau. Und das ist die Beschreibung dessen, was dann passieren kann. So, meine Herren, mit Blick auf die Uhr, wir kommen zum Ende und unsere letzte Rubrik heißt Schlussakkord. Herr Höferlin, ich würde Sie bitten, folgende angerissene Sätze spontan zu vervollständigen. Ich würde unheimlich gerne versichern. Ich bin gut versichert, glaube ich. Das ist doch auch eine schöne Antwort. Meine politische Zukunft. Sehr gut. Mein Beitrag zum Klimaschutz ist? mit Technologieoffenheit klimafreundlichere Wege zu gehen. Für meinen späteren Ruhestand habe ich? Das Homeoffice wird vorgesorgt. Das Arbeitsleben werden. Die Farben zum Wahlausgang sind bunter. Vielen Dank, dass Sie auch dieses Schlussspiel mitgemacht haben. Ich danke den beiden Herren hier für dieses kurzweilige Gespräch und ich darf Sie zu Hause einladen zur nächsten Folge. Das ist die vierte, Teil 4, findet statt am 15. April und wird sich dann dem Thema Mobilität verschrieben haben. Automatisiert, vernetzt, versichert, Regeln für die Verkehrswende. Und es sprechen dann natürlich wieder Jörg Asmussen mit Frau Hildegard Müller, der Präsidentin des Deutschen Automobilverbands. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und wir freuen uns auf ein Wiedersehen am 15. April. Vielen Dank, Herr Höferlin. Vielen Dank, Herr Asmussen. Herr Höferlin, vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank Ihnen. Tschüss.